Hi Jungs und Mädels, Freunde der Nacht, was geht ab hier? Stefan Lammel ist wieder mal hier mit einem neuen Erklärvideo zu Sentimental Journey mit Tenorsaxophon. Ich habe das Lied ja mit der Full-Version schon aufgenommen, nämlich für alle drei Instrumente, nämlich für Tenor, für Altsaxophon und für die Klarinette. Ja, und für alle drei Instrumente könnt ihr diesen Backing-Track dann auch haben oder er ist erhältlich auf meiner Website www.stefan-lammel.de und dann einfach bei Playalongs schaut. Ja, vielen herzlichen Dank für die vielen tollen Zuschriften. Ich bin auch begeistert, dass es jetzt so gut klappt. Ja, also auch für die tollen Anregungen und Wünsche. Ich baue die immer wieder so nach und nach mit ein. Ihr könnt euch auch einen speziellen Play-Along bzw. Backing-Track wünschen. Und wenn es ein ganz spezieller Wunsch ist, muss ich halt eine kleine Gebühr verlangen, weil es steckt ja sehr viel Arbeit dahinter. Ja, und dann noch eine kleine Neuerung habe ich jetzt eingeführt, weil, ich möchte auch eine kleine Unterstützung haben von euch. Das heißt, wenn ihr aus dem Erklärvideo, was ihr jetzt von mir seht, wenn ihr dann Nutzen davon habt, dann könnt ihr auch für meine Arbeit mich auch eine Belohnung mit irgendeinem Betrag, von mir aus 1 Euro, 2 Euro oder 3 Euro über PayPal. PayPal ist angegeben unten in der Infobox. Da könnt ihr dann eine kleine Arbeitshonorierung mir zukommen lassen. Ich muss jetzt wieder neues Equipment anschaffen. Das heißt, also es ist also auch immer wieder mit Unkosten bei mir verbunden. Ja, und wenn ihr wollt, gerne könnt ihr da das honorieren. So, auf geht's zu Sentimental Journey. Habt ihr gerade gehört von mir? Diese Sentimental Journey ist eigentlich nicht schwierig zu spielen. Das Schwierige daran ist die Phrasierung im Swing-Stil. Ja, Sentimental Journey von Glenn Miller ist dieses typische Swing, ist diese typische Swing-Nummer mit Fingerschnippen. Ja? Und da ist es also folgendermaßen, das kann man nicht so sehr genau auf Noten aufschreiben, diese Phrasierung. Diese Phrasierung sollte man im Ohr haben und es geht wieder durch dieses Singen, ja, durch dieses Phrasieren mit der Stimme. Ich mag es euch einmal vor. Bu, ba, bu, ba, du, ba, du, ba, du, ba. Bu, ba, du, ba, ba, du, rei. Ba, du, rei. Ba, du, ba, du, ba, du, dai. Bai you die, bai, 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 du die. Gonna tell a sentimental journey. Ah, das wär's. Ist nichts dahinter. Und diese Phrasierung kann man nicht so genau auf Noten aufschreiben. In den Noten steht dann meistens Swing Style. Und es steht dann auch drin, in Triolen zu spielen. Das heißt, wenn wir zwei Achteln haben zum Spielen in den Noten, dann werden die nicht mit zwei gleichmäßigen Achteln gespielt, sondern die erste Achtel ist ein bisschen länger und die zweite Achtel ist ein bisschen kürzer. Und zwar kann man das so erklären, dass das wie Triolen gespielt werden. Also man kann auf einen Taktschlag zwei Achtel spielen, zwei gleichmäßige Achtel. Oder auch, wenn man ein bisschen schneller das spielt, drei Triolen. Also eine Triole auf einen Taktschlag. Anstelle zwei Noten spiele ich auf einen Taktschlag drei und nehme für die erste Achtel zwei von den Triolen her und die dritte ist dann die zweite Achtel. Also zwei Triolenachtel auf die erste Achtel und eine Triolenachtel auf die zweite.
ist ein bisschen kompliziert auch zu erklären. Ich kann es nochmal vormachen. 1, 2, 3. Ba, 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 ba. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das sind die Achteln. Auf die erste Achtel kommen 2 Achteltriolen. Ja? Das sind diese Achteltriolen, die auf eine Achtel fallen. Bu, ba, bu, ba. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Also in Achtel denken oder einfach das im Ohr haben. Ja? Wenn man das singen kann. Bu, ba, du, ba, du, ba, du, ba. Okay. Also es geht los. Einfache Töne. A, F, A, F, A, F, A, F, A, F. A, F, A, B, A, As, G. Da haben wir das B drin. Hier haben wir den Ton H. Und mit dem Zeigefinger von der linken Hand nehmen wir die kleine Klappe daneben mit einem Finger. Ja, ich habe das Chartbild auch noch dazu. So ist dieses B. Dann haben wir den Ton As. Ist der gleiche Ton wie Gis. Auf dem Chartbild sieht man Gis. Das ist der gleiche Ton. As und Gis ist eine enharmonische Verwechslung, ist der gleiche Ton. Greift man so, hier ist das A. Und jetzt nehme ich den G-Griff und den kleinen Finger. Das ist das As. Also A, As. Ja, dann geht die Stelle folgendermaßen. Ja, der zweite Teil geht so ähnlich, da haben wir auch wieder dieses As drin. A, F, A, F, As, F, As, F, As, G. Und da gibt es einen Trick. Das As, haben wir jetzt gerade gesagt, ist hier. Und dann kann ich das F einfach dazu spielen, ohne dass ich da mit dem As weggehe. Und dann kommt wieder das As, da brauche ich dann nur den Zeigefinger aufmachen und wieder zumachen. Also ich kann das As, wenn es zweimal hintereinander kommt, ruhig liegen lassen und das F dazwischen spielen. So, dann kommt das Ganze nochmal und es ist eine Oktave höher. Ja, kommt genau das gleiche, relativ einfach. Ich nehme hier nur diese Oktavklappe und spiele A, F, A. Naja, und dann haben wir schon den ersten Teil, ist ja schon fertig. Zweiter Teil, Teil B, da kommen die Streichinstrumente, haben dann einen ganzen Takt, kommen dann. Und dann spiele ich dazwischen drin. E, F, E, F, G, F, H, C. Übrigens, Großbuchstaben heißt immer mit Oktavklappe. Da ist klar, Kleinbuchstaben ohne Oktavklappe. Das ist hier die Oktavklappe. Wenn unter den Notennamen, ihr seht es, Großbuchstabe ist, ist es immer mit Oktavklappe. Dann kommt wieder dieser Stringteil, dieser Streicherteil. Und dann kommt dazwischen dieser Teil. Also, Fis, G, Fis, G, F, D, S, E, C, D, B, C, A, B. Also, relativ einfach, ein paar Mal durchgehen. Wir haben hier das Fis drin, hier haben wir das F und hier ist dieses Fis. Oben die 3, in dem Fall hier mit der Oktavklappe. Und hier der Mittelfinger ist das Fis. So, und dann kommen wir gleich zum Improvisationsteil. Diese Improvisation ist auf meinen Mist gewachsen. Ich habe extra
keine zu komplizierte, sondern eine schöne motivische Improvisation gewählt für dieses Stück. Und es geht folgendermaßen. Das D ist in dem Fall hier das D3, das heißt Oktavklappe und hier der Palm Key. D, B, C, Cis. Cis ist ja Leergriff, hier ist es C, hier ist es Cis, aber hier in dem Fall die Oktavklappe. Cis, C, B, G, F, B. Nochmal. D, das Palm Key. B, C, Cis, C, B, G, F, B. Ich rate euch zum Singen. D, B, C, Cis, C, B, G, F, B. Das Singen ist das A und O. Glaubt's mir, ihr kommt's rein, ihr habt's, die Synapsen werden miteinander verbunden. Ja? Linke und rechte Gehirnhälften müssen sich miteinander verbinden. Sehen, wie die Töne heißen. Singen. Übertragen aufs Instrument, 10, 12, 13, 14 Mal hintereinander nur diese Stelle spielen und dann ist es drin im Kopf. Ja. Der zweite Teil geht so ähnlich. Quasi als Antwort drauf, wir haben das C, F, G, A, G, F, D, C, A. Und immer halt aufpassen, wann Oktavklappe halt dazukommt. So, und dann kommt die dritte Antwort drauf. H, D, H, A, S, G, Fis, F, D. Ja, da habe ich so eine chromatische Linie gespielt. Das heißt, chromatisch heißt Halbton runterwärts. A, As, G, Fis, F. Dann geht's weiter. S, E, G, C, D, S, E. Ja, dann haben wir hier den neuen Ton S. Das heißt, hier ist das D. Das heißt, oben die 3, unten die 3, Oktavklappe. Und der kleine Finger hier kommt mit dazu. Ihr seht es ja auch an dem Chartbild. Ja, und dann kommt es, dann kommt die Melodie kommt wieder und dann ist dieses Lied auch erklärt. Und jetzt kommt der Backing-Track. Da muss man noch erklären, wir haben am Anfang 8 Takte Pause. Da kommt zunächst eine Bassgitarre und dann kommt noch Streicher. Jetzt erkläre ich euch, wie man die 8 Takte zählt. Ja? Man fängt an mit 1, das heißt 1, 2, 3, 4 für den ersten Takt. Wir haben einen 4/4-Takt. Das heißt, man zählt bis 4. 1, 2, 3, 4. Dann kommt der zweite Takt. 2, 2, 3, 4. Dann kommt der dritte Takt. 3, 2, 3, 4. 4, 2 und so weiter bis zum achten Takt. Und dann geht's los. Okay, also dann wollen wir mal sehen, wie das funktioniert.
Jo, das war also jetzt dieser Backing-Track. Den könnt ihr natürlich in voller Länge haben, ganz klar. Für Altsaxophon, für Tenorsaxophon, für Klarinette. Für Altsaxophon, die Erklärung ist auch auf meiner Website www.stefan-lammel.de. Bitte nicht vergessen, immer wieder Kommentare reinschreiben, ob ihr gut findet, was ich verbessern kann, was ihr gerne haben wollt, was ihr für Schwierigkeiten habt. Bitte in die Kommentarbox unten reinschreiben, ist wichtig, weil dadurch wird mein Erklärvideo natürlich höher gerankt und ich habe ein bisschen mehr größeren Zuspruch. Ja, und das würde mich sehr freuen, wenn ich da der Zuspruch immer ein bisschen besser wird. Und natürlich abonnieren nicht vergessen, Daumen hoch nicht vergessen. Ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben. Ist alles in der Infobox mit drin. Ja, so gesehen sage ich Tschüss, Servus, Sentimental Journey. Ciao.